Ist schon irgendwie witzig, wie das ja alles, wie sie es gemacht haben. Na gut, und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde von For Honor. Diesmal sind wir im Event. Wir spielen mal nicht Sturm, wie wir es sonst üblicherweise tun. Nein! Wir nehmen mal das Assassin's Creed Event wahr und ich glaube, unsere Aufgabe ist mehr oder weniger den Animus zu reparieren oder halt Synchronisationspunkte oder so. Keiner hat sich richtig durchgelesen, was zu machen ist, aber egal. So, das einzige Schöne ist, dass jetzt die Gegner nicht wissen, was sie machen müssen. Oh, nice. Den müssen wir übrigens beschützen. Ach, Herr Borgia. Ja, das habe ich auch gerade so gesehen. Hey, den kenne ich irgendwoher. Na, lol. Okay, da liegt. Die Sache ist nur, die Gegner werden den auch irgendwo stehen haben. Ich gehe mal den Ezio suchen. Okay. Ah, ich weiß, warum der jetzt da ist. Weil die Minions sind unten an der gegnerischen Angriffslinie. Ach, und haben den Punkt genommen, oder wie? Genau. Und wenn wir den Punkt haben, der haben übrigens die Templer. Sieht ganz nettes Wort. ja. Und ich nehme an, dass wenn unsere Leute dann halt an dem Punkt dran sind, so wie jetzt, wird da unten Ezio gespawnt sein. Was auch ja. Der Fall ist. Ah. Hier kannst du dich übrigens heilen, ne? Was? Wo? Ach da! Hier. Ah. Ein Riesenheilfeld. So, halt diesmal auf den Typen aufs Gesicht klauen und ich pass auf, dass hier die Einheit wieder einbrechen. Okay. Hallo, Ezio! Schade, dass man hier niemanden rausschmeißen kann. Das wäre ein bisschen dämlich. Das wäre ein bisschen over, ja. Oh, der Lordbringer ist bei mir. Ah Gott, ich habe nichts mehr gesehen. Ja, natürlich. Ja, sehr schön, Lordbringer, sehr schön. Da hat er mich doch eiskalt antitatisiert, wie es so schön heißt. So, wo ist jetzt eigentlich hier? Okay, der nächste Lordbringer von Blue ist aufgegangen. Ich war auch gerade tot. Ich habe versucht, die Mitte noch ein bisschen zu halten. Okay. Der Eroberin kümmert sich oben um Borgia, also wer sagt, versucht jetzt zu beschützen. Ich gehe dir mal helfen und dann. Du kannst ja runtergehen, du bist ja ein Meuchler. Ja. Du kriegst dich schneller tot als ich. So, kommt mal her, ihr kleinen Minions. Die Zone gehört eigentlich uns, wisst ihr das? So, wir haben Borgia erfolgreich verteidigt. Auch wenn ich als Samurai ungern auf der Templerseite spielen würde, aber hey. Ich sag, dass die hätten hier nicht irgendeinen anderen reinstellen können, wie den von Assassin's Creed Rogue. Wie heißt der denn? Der Assassine war und dann den Templern beigetreten ist. Oh Gott. Das wäre viel besser. Und, Also ich kann es nachvollziehen, warum sie vielleicht Assassin's Creed 2 genommen haben. Vielleicht aus dem Grund, weil es einfach die beste Reihe war. Aber... Du kannst von oben schon mal nicht runterspringen. Oh, was ist denn? Oh, Verzeihung. Jetzt habe ich doch mehr oder weniger direkt ins Mikrofon gehustet. Der Gladiator macht sich auf unsere Minions los. Macht sich auf unsere Minions los. Ich habe wieder ein grammatikalisch perfektes Deutsch. So. Aber ich muss das. Irgendwann beherrsche ich Maus und Tastatur. So gut, dass ich sagen kann, okay, jetzt kann ich es mit Bots aufnehmen. Schau die. Okay. Bam. Oh, hi Gladiator. Ach, er ist Rache, oh Gott. Warum sagt mir das keiner? Könnt ihr unten ein bisschen Hilfe brauchen?
Was? Bis da... Wie, kann doch nicht sein, dass der bis dahin rankommt. So weit weg, wie ich stand. Ganz kurz abgas, tut mir leid. Ja, passiert. Kommt vor. Ja. Wie sieht's aus? Wie fährt unser Warjammer? Die Hälfte. Wow. Und unsere Eroberin hat gerade voll einen Stock auf den Hinterkopf bekommen, weil sie einfach nicht aufgepasst hat. So, der Lorbringer wird nicht verletzt. Unser hat auch ganz schön eingesteckt. Ezio ist gleich down. Sehr schön. Ezio ist down. Nee, cool. Schöner Punkt. Warte mal. Warte mal, wir müssen das öfter als einmal machen. Oh Gott. Wir müssen das dreimal anscheinend machen. Ist übrigens wieder da. Gleich wieder. Oh. Oh Gott, Alter, was? Ja, dann gleich auf da. Ja, ich bräuchte nur erstmal ein bisschen Leben. Alter. Okay, jetzt rastet deine Maus aber völlig aus, höre ich gerade. Ja, nein, aber. Ja, Hanni hat es ja gesagt gehabt. Verdammt, Shaolin und Gladiator waren bei Ezio. Aber dem fehlen auch schon wieder zwei Balken. Der Lordbringer hat ein bisschen was reinhalten lassen. Würde ich geh mal schnell zum. Der ist gar nicht da. Na, Shaolin ist mal bitte. Achso, der ist nicht da, weil sie ihn getötet haben. Ah. Dann nehme ich dich halt nicht wieder hoch. Bam. Bam. Ins Gesicht. Denkt gar nicht dran. Kommt zu dir. Mr. Borgia ist zurück. Okay, jetzt sind sie alle bei uns. Ja, verdammt, ich werde exekutiert. Oh, das ist aber... Okay, Tiandi habe ich, Lordbringer hat mich. Ja, das ist halt nur, dass der Lordbringer hat jetzt halt mich. Das sieht übrigens ziemlich cool jetzt aus. Requiesca di pace. Ja, die hauen ihm Borgia hat ordentlich aufs Gesicht. Ja. Und die kriegen sich auch irgendwie gegenseitig wiederbelebt. Das einzige Gute ist, dass Ezio gerade besiegt wurde von unseren beiden Leuten. Ah, sehr schön. Ich gehe jetzt dann nur noch als Kamikaze-Aktion hoch und versuche ihm ein bisschen zu helfen. Ja. Ah, das war's. Naja, hat sich erledigt. Aber die sind alle vier hier oben, das heißt, entweder folgen die mir jetzt, was ziemlich dämlich wäre, aber auf jeden Fall ist der Lordbringer blöd genug dazu. Der Gladiator rennt zu Ezio, oder zumindest da, wo er dann sein sollte. Oh, was? Ach, darf doch nicht wahr sein. Ich hätte den Gladiator fast noch gehabt. Wäre Ezio nicht gewesen. Musste sich ja auch ihn wischen. Immer diese Italiener. Ah, der Lordbringer überholt mich wieder. Danke. Die Eroberin bringt gerade den Lordbringer mit. Also den Gegnerischen. Okay. Der ist halt echt drauf. Also im Team. Sobald die alleine sind, vergiss es. Aber solange wie ihr euch da unten prügelt, passe ich mal auf, dass der Tiani hier nicht auf blöde Ideen kommt. Ja. Der Tiani ist hier. Kann er ja sein. So, zwei kommen auf jeden Fall zurück. Wow. Wow. Gut gemacht, Lorbringer. Du hast mich
in den Abgrund geschoben. Naja. Die klopft jetzt wieder auf ihn ein. Ja, die sind alle hier. Nee, ich komm jetzt auch gleich wieder. Problem ist nur, warum haben die mehr Punkte als vier? Die haben den doch jetzt bis jetzt auch nur zweimal getötet. Die haben die Zone gerade noch. Achso, ja, okay. Das sind 100 Punkte. Ja, 100 Punkte, genau. Schön exekutieren. Okay, jetzt ab runter zu dir. Ja. Ich versuche die Zone zu holen. Gladiator hat respawned. Gladiator ist bei mir. Und Ezio. Nee, Leute, kommt hier runter zur Hilfe. Was ist das? Zwei schwere Angriffe und das war's mit mir. So, die gehen jetzt wieder raus zu unserem Boot, ja? Ja. Tiandi und Lawbringer sind noch beim Ezio. Mhm. Kämpfen gegen unseren Lawbringer. Okay. Der Oberin hat es gehalten. Ah, Shaolin. Problem ist, ich habe bei dem Conqueror keine schnelle Exekution. Er wirft wieder 100 runter. Na, komm mal her, Shaolin. Der kommt hoch. Ja. Ah, verdammt. Na, verdammt. Er hat mich. Nein! Der ist halt echt nicht schlecht. Der ist wirklich. Okay, der ist auch gesamt um 43, aber. Der ist echt drauf. Ja. Und stirbt durch unseren Ruhmstufe 1 Eroberer. Ja. Naja. Manchmal ist es genau das. Auf jeden Fall hebe ich wieder. Ja, Tito. Ich hole mal unten die Zone, weil ich habe Katapult. Okay. Bam. Also nicht, das Kämpfen ist ein bisschen angenehmer mit Maus und Tastatur, so vom Feedback her. Aber das Laufen über die Schlachtfelder ist mit Controller irgendwie schöner. Ja, Ach, wer liegt denn hier? Helfen wir dir nochmal auf. Dankeschön. Klack. Degen ist oben beim. Ja. Müssen halt unseren auch irgendwie fertig machen. Ach der, ich kann ihn nicht leiden. Na. Und gleich noch einer. Sehr schön. So. Sag schon, der nächste hoch. Na, okay. Gut. Und der nächste. Na, wie er da liegt. Tja, ja, gut, sehr schön. Ja, bitte gehen Sie. Das muss doch wehtun, so wie der Shaolin da liegt. Aber er zappelt noch. Geil, ich hab den verhassten Lawbringer gekillt. Achso? Ja, ich hab ihn einfach die Leiter runtergeschmissen, aber wird gerade wiederbelebt. Ah, du hast vorher gesagt, ich stand genau daneben. Ich hab's nicht gesehen, weil ich gerade die Minions fertig gemacht habe. Ich komm mir hochhelfen. War ich gerade total blind. Ja, passiert. Weil das Gute ist, solange wir versuchen, die unseren zu töten, kriegen die gerade nicht so mit, dass unser Lawbringer gerade deren Ezio fast umgebracht hat. Ah, fast. Ja, okay, der wird jetzt aber jetzt zurückgetrennt von zweien. Okay, gut, ihr kämpft da. Tiandi ist in unserer Heal Zone. Das ist schön vergessen.
Okay, Tianti ist down. Darf doch nicht so. Nein! Wieso aktiviere ich das damit? Ah, shit. Ah, ich habe gerade meinen Feierhagel verballert. Das ist so schön, wir haben einen neuen. Ich glaube, wenn wir die Zone haben, haben wir gewonnen. Kann das sein? Bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nur, dass ich gerade draufgegangen bin. Na, ja, die machen den jetzt. Wir bräuchten die Zone, dann müssten wir sie exekutieren, dann sollten wir es eigentlich geschafft haben. Ja. Ja, das Problem ist eher, wir brauchen die Zone. Ja. Warum geht's am Ende? Ach, da war das unter der Kult. Sehr schön, Shaolin ist einfach stehen geblieben. Ja, jetzt ist es wieder. Nö. Das bringt nichts, wenn wir den. Auf die Zone. Dein Team hat sich erobert. Noch nicht. Der muss so lange wenig Leben haben, bis sie einbrechen. Na, oder auch nicht. Ja, ich habe gerade wieder mit dem Dings zu tun. Gladiator, okay, ja, dann ich habe den Gladiator erledigt. Die respawnen eh gleich alle. Ja. Dann müssen wir in der Mitte bleiben. Das gegnerische Team bricht ein. Das bringt nichts. Warum bin ich jetzt da nach hinten? Sind doch gerade alle wiedergekommen. Weiß ich nicht. Achtung, Tianli. Ah, natürlich schmeißt du mir gleich mit Speer ins Gesicht. Wir dürfen übrigens nicht zu zweit in den Preisstunden stehen bleiben, ne? Ja, aber ich wurde abgefangen. Kaffee. Okay. Ich hab wieder belebt. Oh, immer ins Gesicht. Geh nie wieder. Einer muss aufpassen, dass die Mitte nicht einbricht. Ja. Ja, okay, der ist tot. Hab dann? Ah, jetzt seid ihr dritt bei ihm, alles klar. Ja. Ja, hey. Die hat den Schildbash getötet. Sehr schön. Ja. Und wir sind auf einer Folgenlänge. Das heißt, alles hat gepasst. Yes. Sehr schön. War aber interessant, Spielmodus. Ja, es ist ganz witzig. Also gut, Leute. Dann haben wir das schon mal das Event gezeigt. Sogar relativ aktuell, weil übermorgen seht ihr es. Relativ aktuell, also. Und mal schauen, was sonst noch alles für uns bereitgehalten wird. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Schlacht von Verona wieder. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.